Jeder von uns kennt das. Es gibt Tage, da kommt man einfach nicht aus dem Bett. Und das Einzige, was einem dann noch retten kann, ist ein ordentlicher Kaffee. Auch die jetzt wegklicken und meinen, das ist nur ein Video, wo wieder irgendwelche Leute durch den Wald fahren, weil es gefällt. Auch in diesem Video kann man etwas lernen. Und zwar wirklich lernen, weil diesmal passieren Dinge, die sind bislang eigentlich noch nie passiert. Ich bin heute zum allerersten Mal auf einer E-MTB-Tour eingeladen, und zwar vom Mr. Eid und seiner Community. Naja, und weil ich selber kein Mountainbike habe und natürlich auch kein E-MTB, hat mir die Firma Orbea für heute eines geliehen. Na, schaut richtig super aus, aufgeladen habe ich's. Pedale sind drauf, bin schon gespannt, wie sich's schlägt. Bevor wir aber so richtig losstarten, lernen wir das perfekte Setup für eine Tagestour. Juhu! Wir haben noch administrative Dinge zu erledigen. Richtig. Das perfekte Setup besteht nämlich aus mindestens 3 Safety-Komponenten, weil Safety ist number one priority. Schaut einmal, hat's und braucht's nicht, alles wie man braucht's und hat's nicht. Ganz wichtig bei solchen administrativen Arbeiten ist auch immer, unheimlich intelligente Fragen zu stellen. Sind alle da? Und darüber hinaus gibt es natürlich auch schlaue Worte. Safety ist number one priority. Die Firma AXA kommt ursprünglich aus Holland. AXA ist holländisch und heißt auf Deutsch Sicherheit. Hilfe, mein Fahrrad wurde hier nicht geklaut, weil die haben so Schlösser. Wichtig, die 3 Punkte für Safety. Wir brauchen etwas bei Erste Hilfe, wir brauchen etwas bei Bahnen und wir müssen dafür sorgen, dass wir den nächsten Tag immer noch Fahrräder haben, auf denen wir fahren können. Jeder, der ein Radl hat, das leicht ist, wie 20 Kilo, kriegt auch so ein Schloss. Das sind die mobilen Schlösser. Das ist so ein 10 Meter Seil und das sind sogenannte Loop-Schlösser. Eins davon habe ich selber gekauft. Ich weiß aber gar nicht, was. Mit den Dingern hängen wir alle unsere Fahrräder, fädeln wir auf quasi und sichern die über die Nacht. Die gleiche Firma hat aber auch so Erste-Hilfe-Packs. Drum, wer hat kein Erste-Hilfe-Päckchen? Ja, jetzt hast du eins. Wer hat kein... Oder ne, nimm den ganzen Sack, oder? Nimm den ganzen Sack mit. Nehmt euch, wer was braucht. Da gibt es eine zweite Firma, die hat mein Video, glaube ich, missverstanden. Oder richtig verstanden, weil ich habe ja gesagt, am liebsten sind sie mir als Ersatzschlauch. So, jetzt haben wir die Ersatzschläuche geschickt, aber der originale Schlauch ist ja so groß quasi, als Schachtel, und die Ersatzschläuche sind halb so groß. Okay. Wie das geht, weiß ich nicht. Das ist Zauberei. Darum ist der Plan, dass wir das strategisch verteilen. Vor allem bei denen, die gar keinen Schlauch haben. So dass wir zumindest eine gewisse Zahl haben, und bei der ersten Panne, die wir haben, verwenden wir das da. Also wenn ihr einen eigenen Schlauch mit habt, verwenden wir den gar nicht, wir verwenden das da, absichtlich. Und schauen einmal, wie geil oder nicht geil das in echt ist. Wir müssen dann den Schlauch einbauen. Ja, weil der ist ja milchkompatibel. Okay. Also wer hat gar keinen Schlauch, oder wer hat zumindest... Ich hab zwar im Fahrrad, also ich hab tubeless. Milch, aber einen Schlauch. Ja, du nimmst trotzdem einen mit. Wer hat denn noch Platz für sowas zu mitnehmen? Du kriegst einen großen. Du kriegst einen großen, weil du hast. Achso, du hast einen, ja, Hip-Pack, du kriegst einen kleinen. Dankeschön. Du hast einen Rucksack. Du hast einen großen Rucksack. Du hast einen großen Rucksack. Das sind diese universell, das heißt, die funktionieren für deinen 27,5er genauso. Hast du einen? Ich habe einen Eier. Nächster Punkt. Und dann gibt es die Tage, wo man sich richtig freut in der Früh, weil heute geht es auf ein David Bowie-Konzert. Oder sowas ähnliches. Naja, ich befinde mich da gerade am Weg zum Tourstart. Und ich muss sagen, ich komme ein bisschen vor wie auf einem David Bowie-Konzert. Weil ich fahre in einen richtigen Konvoi. Vor mir ungefähr 6-7 E-Mountainbiker, hinter mir nochmal 10 E-Mountainbiker. Alle mit dem gleichen Ziel. Mr. Eid Herbstausfahrt 2023.
Es war kein David Bowie-Konzert, es war ein Mr. Ed Community Ride und der wurde diesmal begleitet von Bikeboard, die auch freundlicherweise Fotos gemacht haben. Alle Standbilder, die man hier im Video sehen wird, sind alle von Bikeboard. Bikeboard.at gehören auch all die Credits für die Fotos. Und wenn ihr wissen wollt, was noch alles passiert ist während der Ausfahrt, weil dieses Video ja nur einen kleinen Bereich abdecken kann und wird, dann schaut auf bikeboard.at. Einen Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Da gibt es über 200 Fotos und einen sehr detaillierten Bericht von der letzten Ausfahrt. Aber jetzt geht's im Video weiter. Ist schon was kaputt? Nein, nur das Astreine vom Mal hat mich nicht runtergezogen. Schade. Schade eigentlich, ne? Blutet irgendwer? Ja. Wie geht's? Was hast du da für ein Patent? Das ist ein Magnet oder ein Teleskop. Ah. Ich muss da aufs Auto drauf tun. Ich kann mal aufs. Aber nur wenn man ein Metallauto hat. Ja. Auf öffentlichen Straßen gibt es in der Regel eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, auf Trails gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung, aber man sollte, wie soll ich sagen, fahren auf Sicht, fahren mit Hirn. Es gibt immer Geschwindigkeit, wo man sich noch wohlfühlt und auch Geschwindigkeit, wo man vielleicht den Komfortbereich verlässt. Hey, es ist zugewachsen da. Achtung, an der Stelle gibt es Werbung in eigener Sache. Und wenn du dich jetzt wunderst, warum ich da solche Sticker habe, so ein T-Shirt und auch die dazu passenden Stofftaschen, die gibt es deshalb, weil wenn du auch einmal eine Panne hast und du dein Team Schlauch ein bisschen rauskehren willst, also raus, wie sagt man da, herzeigen oder so, für alle Team Schlauchfahrer und alle anderen und alle, die mal das schlaue Schaf aus der Nähe sehen wollten. All diejenigen können den Link unten in der Beschreibung nutzen zum brandneuen Mr. Ed Merch, der unmittelbar quasi direkt nach der Ausfahrt sofort verfügbar ist. Das ist quasi ready on demand, könnte man sagen. On demand. Werbepause beendet, weiter geht's. Die sind ein bisschen flott dran, alle. Ah, wie die. Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis er mich scheppert, eigentlich. Stopp, 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 stopp. Stopp. Langsam. Oh, ist der groß. Jo. Na, das ist aber eine Special-Strecke, du. Au! Und wenn schon scheppert, dann scheppert es immer zweimal. Blockiert. Oh, stopp. Jochen, alles gut? Ja, ja, alles gut. Ich hab bloß irgendwas im Vorder. Ja, ja, war bei mir auch. Alles gut. Ich bin voll auf die Nase, das habe ich noch gemerkt. Ja, das merke ich auch. Okay. Und kaum blutet irgendwer, bricht schon wieder Pausenparty aus. Fest. Willst, wollen wir ein Verband rum oder willst du blau, weil es schwitzt, ne? Warte, warte mal schnell. Irgendwas ist vorne rein, groß weil. Ja, du, ganz ehrlich, das ist ja die Halloween-Strecke. Lauter Knochen. Rampage. Ja. Und dann mit Druck drauf. Machst du deinen Arm gerade? Ja, genau. Kannst du auch irgendwo halten, ja? So? Ja, Alter, wie schaust denn du aus, bitte? Was ist das? Alaunenstifte tun Blutungen stillen. Sind die am Rasieren? Alaunenstifte. Alaunenstifte, die tun am Rasieren. War das auch da drin? Nee, das habe ich mir dazu gekauft. Das ist vom Harry Potter. Das lässt dein Blut gerinnen. Das ist, tust du normal nach dem Rasieren drauf. Das musst du machen, der sitzt ja nicht so. Ah ja. Uiuiui. Ich hab der Papa einmal gehabt zum Rasieren. Danke dir.
Ich bin schon runtergefallen und dann habe ich halt mit der Nase gebremst. Okay. Also ich habe schon gemerkt, okay, jetzt komme ich dann drauf. Ah, ja. Abendessen verzögert sich heute um geringfügige Blutungen. Also du brauchst da definitiv mal, da hast du ja auch, oder? Ja, du schaust aus, du bitte. Ich habe ja welche da. Ich habe ja welche. Aber wir haben uns gesagt, ich rufe uns heute. An der Stelle eine kurze Einblendung für unseren Sponsor, AXA. Na ja, bitte. Das ist... Hallo? Der wird sagen, dass das gar keiner braucht. Ah, das war kein. Ja, dann beenden wir die Werbeeinschaltung. Wichtig für jede Tagestour ist eine ebenso sauber durchgeführte Nachbesprechung der soeben durchgeführten Ersthelfermaßnahmen. So. Jetzt ist Schluss mit Blutung, weiter geht's. Bei jeder Tagestour darf niemals vergessen werden, das menschliche Grundbedürfnis. Also ich meine jetzt nicht Pinkelpause, sondern Fotopause. Hat jeder Foto gemacht? Die Tafel auswendig gelernt, weil die brauchen wir morgen, wird abgeprüft. Wird nur zweimal geläutet bei Sachumann den Weisen? Ja. Ja, außer im Burggraben ist Lava. Dann kommt der Gandalf. Beim professionellen Fotografen muss man mal sagen, dass Fotopausen nicht zwingenderweise immer notwendig sind, weil die machen die fetzengeilsten Fotos dann, wenn man es eigentlich gar nicht merkt. Bei mir in der Gegend erkennt man eindeutig, ob es Samstagmittag ist oder nicht, weil da heulen die Sirenen. Üblicherweise stehe ich samstags Mittag im Wald und rede irgendeinen Blödsinn. Auch diesmal bin ich mitten im Wald gestanden und habe irgendeinen Blödsinn geredet. Jetzt weg. Aber wenn ich da die Bremsscheiben anguck, sonst stehe ich Samstag um 12 mitten im Wald und rede irgendeinen Blödsinn. In der Schweiz ist das immer an einem Mittwoch, alle drei Monate. Jeden Samstag 12 Uhr. Hui! Leberkäse ist fertig. Wochenende. Das ist uns immer erster Samstag im Monat. Nein, jeden Samstag. Ja, wir sind Spaß einmal in Bayern. Irgendeiner winkt immer, gell? Das mindestens genauso Wichtige bei einer Tagestour-Ausfahrt ist nicht nur das Tagestour-Ausfahren, sondern das Kaffee trinken. Richtig, ein bisschen eine Pause muss auch sein, oder? Ein bisschen gemütliche Energie nachtanken. Du solltest einen Job anstreben als Kuchenmodel. Wirklich, das ist fantastisch. Jetzt alle beide Seiten. Ja, AXA ist ja nicht so für handfeste Sachen, die wollen eher Tee. Ah, heute hat er sich seinen Ellbogenverband getarnt in Grau. Das ist natürlich fad. Ja. Damit es danach wieder gut gestärkt und frisch motiviert bergauf geht. Und jetzt sind wir da. Und schon wieder Kühe. Die Kühe schauen schon vor mir. Kannst du noch mal ganz kurz zu mir schauen, den Kopf der Traube? Ja, ja. In echt, danke. So, die Kühe freuen sich, dass sie Besuch kriegen. Guten Morgen. Rechnest du damit, dass du noch die Füße kriegst? Das ist so rutschig, der macht pfui, dann steigst du runter, puff. Und nass bist. Geht schon, mach vor. Ein bisschen Druck kann nicht schaden, oder? Nee, wir machen ja keinen Druck. Ja, die Mutter ist ja super. Oder so! Wow, was ist Bier? Wenn wer meint, es gibt einen Zusammenhang zwischen Wasser und Pinkeln, dann die Pinkelpause beendet. Ja.
erfolgreich. Ja, war ein bisschen unangenehm, weil so viele zugeguckt haben hier. Touristen. Ja, das ist ja Witz. Da laufen ja nur mehr deutsche Touristen rum. Ein Wahnsinn. Das, wenn die nur hierher kommen, sind, um hier zuzukommen. Aber hier pinkelt es sich besser wie bei dir zu Hause. Woher weißt du? Das weiß ich. Hast du schon mal bei mir zu Hause gepinkelt? Nein, aber das kann ich mir einfach nur vorstellen. Wir haben aber auch viel Wald und ja. Viel Wasser. Wir haben viel Wasser. Ja, weil alle so viel pinkeln. Wer jetzt glaubt, wir hatten keine Bahnen. Zum Glück hat der liebe Bahnengott den Einsehen gehabt und bei der allerletzten Abfahrt ist Gott sei Dank noch was kaputt gegangen. Ja, wenigstens was. Ich war ziemlich gedonnert, aber gewaltig. Ja, ich hab wirklich gemeint, du weißt, hast du da eine Wurzel jetzt erwischt? Der Damian hat einen Plattfuß. Nee, oder? Ich hab das Spray. Aber das ist nicht das Spray. Hey, wir haben ein Spray. Willst du ein Spray? Mach den Dreck los, Goldstein. Willst du ein Spray? Nein, ich hab Dubless. Ja, ja, eben. Bring ich nie wieder raus. Ja, eben. Ja, eben, deshalb. Nein. Das ist aufgerissen. Ja, du hast da unten eine Stolle schon weg. Was ist das? Also so halber, die hängt uns noch am Lappen drauf. Was machst du da? So, genau, kurz noch einmal. 5 Minuten lang nicht aufgenommen. Schneid noch einen Stollen auf, bitte. Die einzige Bahn, die wir unterwegs gehabt haben, haben wir mit Jubles und mit Schwalbe. Ja, aber die haben Alpengross, weil da haben funierte Reifen. Ja, aber mit Alpengross, apropos Alpengross, ich habe ein Spray mit. Nein! Du musst drauf spucken. Hat wer ein hat wer ein Tubolito mit? Ja. Natürlich haben wir eine Tubolito. Ja, was machen wir denn dann jetzt? Der Herr filmt wieder den Fußball. Nein, ich bin auf Weitwinkel. Ach so, da filmt alles quasi. Ja, genau. Alles gleichzeitig. Ja. Kann jetzt? Halten. Kann halten. Kennt er das halten? Ja. Aber da musst du die Schwänzchen abschnippeln. Ich weiß schon. Sonst reißt du das beim nächsten wieder. Du hast eh dein Bushcraft-Messer dabei. Willst du mein Schweizer Messer haben zum Abschneiden? Da ist eine Schere dabei und eine Zange. Nimm mal deine Schere jetzt. Vom Zambo, vom dritten Teil. Willst du schneiden? Dein Messer. Komm, sieht so. Funktioniert. Nicht? So. Nirgends berühren. Das ist dieses scheiß Touchspielzeug. Das ist ein Witz. Nirgends da ankommen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Und dann pumpen wir es auf. Und hoffen wir, dass es funktioniert. Ich hätte ein CO2 mit. CO2 kann jeder. Ich habe es auch nicht. Ja, CO2 kann jeder. Das stimmt. So, ihr haut da, weil es halt alle in die Tore rein. Ich krieg das da nicht mehr raus, das hängt da fest. Ja. Auf dem Tornenbusch? Ja, das hat sich da noch, da haben wir den gescheit. Ja, holt's keinen Tubolit aus. Genau, bis der Damian fertig ist, haben wir da dann auch einen Platten. Du, ich hab eine gute Nachricht. Nein, das ist aufgeschnitten. Da unten, das unten die Gatsche ist. Ah, das da unten der Gatsche. Wärst du aber schon nervös, ne? Ja. Ja. Ja, ich hoffe, dass die Luft weiter hinausgeht. Ja. Da würde man einen Schlauch einbauen können. Du möchtest einen Turbolito nicht sehen, gell? Willst du eine doppelwirkende Pumpe haben? Wir haben eine Doppelwirkungspumpe. Ja. 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 Hast du da eine SB-Connect-Halterung? Ja. Die ist aber formschön. Ich weiß. Aber du hast vorher gesagt, aber ich habe die angeguckt. Du magst die nicht, weil die hat keinen Schlauch. Die doppeltwirkende. Oder? Das ist schon fast bei 3 Bar. Das klangt! Das ist zu viel Luft. Der hat schon 7,5 Bar Eibung. Lass! Jetzt fahren wir 5 Meter, dann hupft die Wurst aus und die Sache zu erledigen. Ich so ein Schwalbe. Ich denke, ich nicht zu viel Luft. Hatten wir das nicht schon mal auf der Reiteralm genommen, in Damian? Stimmt, da haben sie auch nicht gehalten. Da haben sie nicht gehalten, ne? Ja. Ja! Die Würste sind nicht gut genug. Ich muss mir andere Wurstbeine tun. Das ist nicht vom Fleischhacker deines Vertrauens. Ich bin kein Metzger, tut mir leid, ich bin ein Zimmerer. Der Dosche ist offen. Jetzt sei der Dampfsperrenband rumgekommen. Eine Dampfsperre. Oder warum hast du einen Dampfsperrenband rumgekommen? Ein Dampfsperrenband wird helfen. Genau, dann können wir noch den Inspektor vom Fusch am Bau herholen. So, eigentlich wolltet man eine Dieter. Ja, das ist jetzt wurscht. Da muss man jetzt schon ein bisschen Rücksicht nehmen. Warte, den Typ muss dafür mal, der gehört dazu. Servus! Servus, der ist so blöd. Der Mann ist ein Dreck weggeflogen vorher, aber ist wieder ausgeflogen. Ja, ausschaut, der habe ich wieder angeschaut. Nicht so aus, ich glaube, dass der nicht ganz schnell geflogen ist. Sind die alle so unfreundlich? Ja.
Ja, ich muss den Reifen aufwechseln. Ich hab gemeint, ich fahre noch bis zum Winter, weil die Noppen schon halb runterfallen. Ja, wie gesagt, da ist noch eine locker, also du hättest die Chance, dass noch mal was passiert. Wenn du es runterfallen lässt, schneidest du weg auch noch. Eben! Sicher ist sicher. Ey, was nicht da ist, kann nicht runterfallen. Ja, richtig. Ganz einfach. So, wir fahren weiter. Ich hab mir Mühe gegeben. Applaus für den Damian, bitte. Komm bitte, das war Opfergabe. Du, kurze Frage, möchtest du dein Telefon wieder haben oder so ist es so heute? Ja, es filmt noch. Aber wir brauchen noch. Hat jemand eine Seilwinde dabei? Warte, den Hinterreifen. Ne? Nicht, dass du eine Panne hast, weil deine Reifen in die Tornen sind. Das passiert nicht. Du, wir würden weiterfahren. Ja. Dann ist behoben. Unspektakulärer geht's nicht. Und am Ende einer Tour darf man den dritten Punkt von Safety's Number One Priority nicht vergessen. Jürgen hat schon sein Bier. Trinkt er jetzt schon eins? Nein, der hat schon das zweite, glaube ich. So. Und da könnte der Nachbar noch da noch. Genau, da soll jetzt tot noch hinlassen. Ja, das ist gut, weil sonst fängt es an. Das ist ja wie bei den Profis. Stecken wir das da rein und dann fackeln wir alles ab. Ja, zurück von der Mr. Ed Tour. Er hat wirklich nicht zu viel versprochen. Es war wirklich eine richtig geile Mountainbike-Tour, EMTB-Tour. Meine erste, habe ich schon gesagt, jetzt verstehe ich langsam, dass EMTB wirklich Sinn macht, weil alle fahren gemeinsam weg, alle sind gemeinsam unterwegs und kommen auch gemeinsam wieder an. Das ist eigentlich großartig. Also ich kenne unsere Ausfahrten eigentlich immer ganz anders. Da fahren halt, 20 Leute weg und am Schluss kommen 5 an und wundern sich, wo der Rest ist. Ja, das ist irgendwie eine ganz neue Erfahrung, finde ich richtig gut. Also pro EMTB. Super. Die nächste Petrin-Ausfahrt gibt es bestimmt. Auch die wird eine Tagestour, wo man wieder etwas lernen wird können. Was das dann sein wird, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Und bis dahin, passt euch auf, bleibt ihr seid. Tschüss, Baba und ciao. Ah, und nicht vergessen, Safety is number one priority.